Juhu und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 1. Letztes Mal sind wir in Midas Palast eingedrungen und versuchen uns irgendwie hier durchzuarbeiten. Wir haben schon die goldene Hand gefunden. Schon echt viele Tiere auf dem Gewissen. Mal wieder. Ja, aber das Tiercounter ist sehr, sehr hoch. Aber so richtig den Fortschritt haben wir nicht gemacht. Okay, da oben sind Hebel, wo wir auch gleich hingehen. Offenbar, wir haben ein Feuergeräusch durch die Wand gehört. Ein Ort entdeckt, wo wahrscheinlich ein Secret ist. Aber ich nicht hingekommen bin. Deswegen würde ich sagen, wir gehen da jetzt mal hoch. Denn ich bin nicht gut mit dem, wenn man es umgeht, quasi schrägblättert Blöcke hochzuspringen. Da bin ich nicht so gut drin. Und ich bin auch nicht gut drin abzuschätzen, ob Lärme den Sprung schafft oder nicht. Okay, dann müssen wir halt den langsamen, langweiligen Weg nehmen. Nehme ich den über den kleineren Block da vorne. Oh, jetzt kommt übrigens die krasse Sprungpassage. Ernsthaft. Ich würde gerne nicht von ganz vorne springen müssen. Okay, müssen von ganz vorne springen. Hey, Fortschritt! Ich denke mal nicht, dass man den Sprung von hier aus schafft. Sondern wirklich den langweiligen Weg nehmen muss, soll. Okay. Let's try this again. So. Das ist echt ein maximaler Sprung, hätte ich nicht gedacht. Ja, der war fast. Das ist definitiv kein maximaler Sprung gewesen. Warum höre ich da wieder Feuergeräusche? Wie dünn sind die Wände, dass man den einen Raum mit Feuer hört? So. Warum? Warum hat sie den Sprung nicht geschafft? Den hätte sie eigentlich schaffen müssen. Den hätte sie eigentlich schaffen müssen. Hätte sie eigentlich schaffen müssen. Den hätte sie doch eigentlich schaffen müssen. Und ich speichere mir mal drauf, damit wir nicht nochmal verkacken, rüber zu springen. Wie das passt. Ey, das kann nicht sein, das ist echt ein bisschen mehr als ein Maximalsprung, kann das sein? Ich meine, der Anlauf ist ja egal. Er muss einfach nur da sein. Nope, den Sprung schafft man nicht. Oder er ist super, super schwierig. Aber da drüben liegt doch irgendwas. Ist das nur Munition oder sind es auch die Waffen? Den Sprung muss man schaffen können. Das war doch schon fast perfekt. Yes, geht! Ich wusste es. Es war halt alles zu knapp. Aber es war halt ein schwieriger Sprung. Scroll, 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 scroll. Das ist wahrscheinlich nicht mal ein Secret. Das sind einfach nur, hier liegen übrigens Items. Muss halt genau davor stehen, damit sie das greift. So. Jetzt haben wir wirklich schon viel Munition. Aber noch keine Waffe dafür.
So, jetzt müssen wir da drauf springen. Die Tippeltappeltour müssen wir jetzt machen. Oder auch nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich nicht von hier. Jetzt lassen wir mal ab. Wir müssen halt den langsamen Weg nehmen, nenn ich's mal. Also wirklich von Block zu Block springen. So. Oh, warum macht sie das immer? Warum springt sie, wenn sie sich rollt, mit nach vorne bzw. nach hinten? Das ist nicht so schön. So, von hier springen wir jetzt hier rüber. Ich finde das super, dass man speichern kann, ganz oft und so beliebt man, so oft man möchte. Eigentlich wird es nicht mit Festhalten funktionieren, nur mit Anlauf. Huh! Nein! Ich wusste es. So wie sie nach hinten springt, hatte ich mir so, wenn ich jetzt hier speichere, habe ich einen Speicherstand, wo sie gerade nach hinten fällt. Wenn das ein Speedrunner sieht, da dann wird es wahrscheinlich grauslich, wie oft ich hier speichere. So, was tut er da? Warum speichert er so oft? Das ist verlorene Zeit. Liegt da oben auch was? Nö, da liegt nichts. Da liegt hinten liegt Schrotflintmunition. Da kommt man Kap irgendwie hin. Aber nicht von hier aus zumindest. So, was haben sie auch hier hingeschafft? Alle Hebel drücken da oben, ja. Ey, ich hoffe, das ist kein Rätsel. Dass man nicht immer wieder hier hochklettern muss. Ach komm, den Sprung kann ich gar nicht verkacken. Nein, ich sage jetzt nicht, es ist ein Rätsel. Sag jetzt nicht, dass es ein Rätsel ist. Sag mir bitte nicht, dass es ein Rätsel ist. An den Türen sind Symbole dran. Ist natürlich zwar alles super, aber gut, dass man die von hier aus zumindest zwei kann ich ja von hier erkennen. Das heißt, wir müssen nicht alle drücken, sondern vielleicht zwei nicht. So was wie das hier wieder hoch. Oder andersrum. Verdammt. Nein! Also ich speichere das nächste Mal, wenn ich oben bin, ne? Die beste Arbeit. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, wenn man unten angeht, kann man dann irgendwas aufmachen. Quasi ein Short Way.
Okay, damit ist es nicht mehr ganz so Cancer. Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendeine Kombination. Es ist immer noch schlimm, hier die Treppe hochzugehen. Müssen wir zumindest nicht nochmal hier lang klettern. Wo haben wir mal eine Tür? Okay, die da. Ist die Frage, was heißt gedrückt und was heißt nicht gedrückt? Ich glaube, das heißt, dass alle unten sein müssen, außer ganz links. Wenn das nicht stimmt, dann machen wir das andersrum. Jetzt die Tür ist offen. Nein, ist sie nicht. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal. Also wenn ich jetzt halt so nehme, dann machen wir das einfach mal andersrum. Aber das ist ja. Das hatte ich doch vor uns theoretisch, oder? Dann machen wir noch Folgendes, dann macht das hoch. Das ist ja das Erste, was man macht, eigentlich. Okay, jetzt haben wir es gebracht. Oh Gott, damit, ich muss wieder mit Schräglaufen arbeiten. So. Bam, 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 bam. Rätsel Spaß. Ist die Tür jetzt offen? Ja, ja, das ist die Rätsellösung. Wunderbar. Okay, yay, wir haben eins Rätsel geschafft. Von wahrscheinlich 4 oder so. 4 ist auch schon eine Magiezahl. Also alle, die hier im Raum sind zumindest. Kann natürlich auch kein Bam Bam oder irgendwas, wenn man die Tür offen hat. Yay. Oh nein, ich sehe Feuer. Are you shitting me? Feuer. Feuer auf Zeit. Wie viel Zeit habe ich denn dann? 1, 2. Hätte ich nicht genug. Ich warte mal kurz, dass das Feuer eingeht. Na, wer hat jetzt gerade ganz viel Bock drauf? Yay! Okay. Yay. Oh, warum bist du nicht gesprungen, die dumme Kuh? Yay. Okay, das ist zu langsam. Das muss ad hoc funktionieren. So bam, 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 bam. Ansonsten RIP. RIP Lava. Wenn sie zum Beispiel nicht springt.
Ich drücke W und sie springt nicht. Und sie hält sich einfach nicht fest. Gott, das wird echt eine Weile dauern. Tut mir leid, Guys. Weil man alles mit Anlauf machen muss. Oh Gott. Und die ist nicht gesprungen. Yay, na super. Wer hat Spaß auf dieses Rätsel? Ich nicht, ich nicht. Wer springt nicht rum, weiß es will? Lehrer nicht. Ich drücke W, aber... Ich hab's über dem Wasser, ist da noch irgendwas, ne? Ich gebe mich einfach mal den Krokodil, was auch immer das ist, da auffressen. Ich springe einfach ab und zu mal nicht, dumme Bitch. Wahrscheinlich hat die so vorgegebene Blöcke, in denen sie nur springen kann. Oh je, das wird jetzt eine Weile dauern. Sie hat sich nicht mehr festgehalten. Na komm. Ich muss mindestens bis dort hin. Von das kann ich ja von mir aus versuchen, mit Anlaufzug rüberzukommen. Alter! Never mind, obwohl ich eigentlich gehen gedrückt habe. Aha. Spring, Lerva! Ich wollte noch schnell das Medipack nehmen. Nein. Scheiße! Ich war so knapp! Kommt man eigentlich wieder hier hoch? Ja, kommt man. Ah, nein, ich... Sie rennt immer über die Klippe hinaus.
Warum? Also manchmal springt ihr ja da einfach an der Teststelle nicht, obwohl ich hier W drücke wie bekloppt. Also W ist ja nur die Sprungtaste. Dann springt sie halt einfach nicht. Weil sie meint einfach weiter raus weiterzugehen. Jetzt ein Airwalk wäre echt cool. Also wir machen es noch zu Ende. Also vielleicht skippt ihr es einfach, oder? Weiß ich nicht. Dum-dum-dum-dum. Also nicht mehr, was da hinten liegt tatsächlich. Aber ein Item, wo es ich zum Fortschritt brauche. Ach ja. Warum leer war, du dumme Scheißschlampe? Alter. Jetzt. 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 Nein! Jetzt. Jetzt. Nein, die sind nämlich gesprungen, verdammt. Jetzt. 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 Warum macht sie das dann nicht mehr? Ich drücke doch W. Springen. Jetzt. 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 Nein! Jetzt. 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 Nein, warum springt sie da manchmal nicht? Das ist doch scheiße. Jetzt. 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 Nein. Jetzt. 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 Warum springt sie da nicht? Jetzt. 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 Kante vor. Mit vorwärts springen. Oh nein, das ist ein... Das ist ein Maximalsprung an der letzten Plattform, ernsthaft? Jetzt. Jetzt. Hier Machbrüsten haben das denn eingebaut? Jetzt. 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 Nein. Jetzt. Weit vorne. Jetzt. Jetzt. Nein.
Jetzt. 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 Nein. Jetzt. 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 Ich speichere gleich jetzt hinten. Jetzt. Nein. Jetzt. 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 Speichern. Nein, ich hab's überspeichert, das ist egal. Hochziehen und... Nein, 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 nicht, nicht stehen. Wieder hinhocken. Ah, fuck, ich jetzt. Ich hab dir den Goldbahn, ich hab dir den Goldbahn. Dreh dich. Dreh dich, renn, 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 renn. Spring ins Wasser. Fuck this shit, Mann. Fick dich, das Spiel. Fick dich. Fick dich hart. Ja, sind irgendwie Alligatoren oder was auch immer das ist. Riesenmäuse. I don't give a fuck. God damn it. Ah! Guys, vielen Dank fürs Dranbleiben. Beim nächsten Mal geht's ja weiter. Bis dann. Ciao.